Memuhaptu. Oder wir kennen es in der lateinischen Form vielleicht eher. Noli me tangere. Fass mich nicht an. Ist das nicht etwas Erschreckendes an diesem Ostermorgen, wenn der Auferstandene selber so zu Maria Magdalena spricht? Fass mich nicht an, berühre mich nicht. Was ist das für eine Enttäuschung, die darin liegt? Und zugleich für uns, liebe Schwestern und Brüder, ein so wichtiges Signal an Ostern. Man kann das in diesen Tagen wieder verfolgen, wie sich Theologen oder zumindest Leute, die sich so nennen, bemühen, die Osterbotschaft so herunterzubrechen, dass wir sie endlich zu packen kriegen. Aber diese Osterbotschaft ist so nicht zu fassen. Was ist die Botschaft in diesem Wort, das Jesus zu Maria Magdalena spricht? Wir sollten zunächst darauf achten, wie oft Maria sich umwenden muss. Sie wendet sich um. Und als der Auferstandene sie anspricht, wendet sie sich noch einmal um. Ja, wohin denn? Ist das nicht der alte Ruf Jesu, mit dem er seine öffentliche Predigt begonnen hat? Kehr um. Ist das nicht die Umsetzung dessen, dass der Umkehrprozess immer noch nicht abgeschlossen ist? Dass er so lange dauert, bis wir gemeinsam mit Jesus beim Vater sind? Und darin liegt die eigentliche Botschaft, die der Auferstandene Maria Magdalena sagt: Fass mich nicht an. Ich muss aufsteigen zum Vater und ihr auch. Christentum, liebe Schwestern und Brüder, wir vergessen das so schnell, ist der große Aufstieg zum Vater. Man hat manchmal den Verdacht, wenn die Theologen so versucht sind, gerade wenn man die Interviews in diesen Tagen liest, diese Botschaft so herunterzuziehen mit aller Kraft, als hätten sie so Haken, ihre intellektuellen Haken, und würden versuchen, diese Botschaft herunterzuziehen, damit wir sie endlich hier bei uns haben. Das ist falsch. Das ist der komplett falsche Weg. Und manchmal hat man den Verdacht, offenbar gehen sie nie zur Messe. Dann würden sie nämlich hören, empor die Herzen. Das ist die Zusammenfassung, wenn man so will, am Beginn des eucharistischen Gebetes, des ganzen christlichen Lebens. Empor die Herzen, nicht herunter, herunter hier in unseren Kram, in diese gefallene Welt, in diesen ganzen Sündenpfuhl. Empor, heraus, auch wenn unsere Füße noch mitten im Dreck stecken, wir sind in der Taufe schon aus dem Schlimmsten herausgezogen. Das ist die erste große Bewegung, die Gott mit uns macht und in der Christus uns vorangeht. Empor, erhebet die Herzen. Erhebet euer ganzes Leben zu dem, was ihr seid. Paulus hat es uns in der Lesung am Ostertag zugerufen. Suchet, was droben ist. Das ist, wenn man so will, die Zusammenfassung des Neuen Testamentes. Die Zusammenfassung der Osterbotschaft. Und das ist die Botschaft dieses kleinen Wortes. Fass mich nicht an, denn ich bin noch nicht hinaufgegangen zu eurem Gott und zu meinem Gott. Aber ihr sollt mir nachgehen. Ihr könnt mich nicht einfach ergreifen, wie ihr das gewohnt seid, wie ihr einen normalen Menschen fassen könnt, wie wir vorher, vor dem Tod am Kreuz zusammen waren. Das ist nicht mehr möglich. Das heißt, unsere Kategorien, unsere Einordnungen und Schubladen, auch die der Theologen, vor allen Dingen die, sind zu klein. Sie sind einfach zu schlicht. Das ist wie ein IKEA-Regal. Wo Sie etwas ganz anderes, wo Sie Gedanken hineinpacken wollen. Fahren Sie hier nach St. Louis und versuchen einmal, ein solches Regal dort zu finden, wo Ihre Gedanken hineinpassen. Da können Sie den ganzen Laden aufkaufen, da werden Sie immer noch keins haben. Fass mich nicht an. Ihr könnt mich nicht einordnen, zuordnen. Die richtige Zuordnung eures Lebens besteht oben. Und lasst euch hinaufführen von mir zum Vater. Erhebt eure Herzen, hebt sie empor, dort, wo das wahre Leben
das wahre Begreifen besteht und wo wir ihn endlich sehen dürfen, wie er ist.